Nein, ich fürchte, hier werden wir ihn auch brauchen. So, jetzt kann ich auch verputzen, siehst du? Wollen wir den Raum hier zur Küche machen, oder? Ja, ne? Was hat ihr denn davon? Dann nichts mehr zum Verputzen. Hier. Da ist. Schön. Oder machen wir den zur Küche hier? Das wird Schlafzimmer. Bad, ganz klar. Ja, keine Ahnung. Wo wir gerade beim Bad sind. Was soll ich jetzt hiermit machen? Ach du meine Güte, wie krass. Das ist ja krass, ey. Das ist ja der Hammer. Das ist ja sau cool gemacht, ey. Die Fliesen sind im Übrigen schön. Die gefallen mir gut. Besser als die alten noch sind sie auf jeden Fall. Nase juckt.
So geil gemacht, ey. Kann ich da auch in den Fenstern innen oder sollte ich das lieber streichen? Nee, geht auch. Cool. Ach, warte mal, da fällt mir gerade ein. Muss ich das auch machen? Tatsache. Ah, kleine Spalte. Okay, alles klar. Nein, nicht. Ich tue es wieder ab. So, lass mal die Kelle in die Hand. Für die Kante da oben brauche ich ein komplettes Paket fließen. Naja. Da wollen wir mal nicht so kleinlich sein, gell? So, die eine Wand noch und dann haben wir's. Freunde der Nacht. Mal gucken, vielleicht machen wir in der Dusche noch dann eine andere Fliese rein oder so, wenn wir so eine, ja, so eine begehbare Dusche oder so wäre geil. Wenn es das gibt, weiß es nicht. Meine Nachbarn sagen gar nichts über mein Badezimmer, oder? Was heißt Nachbarn? Das sind die möglichen Käufer, glaube ich. Irgendwas war da. So. Das war. Ach ja, sieht doch ganz nett aus. Nicht so eintönig. Sollte langsam mal ins Bett gehen, glaube ich. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Das Badezimmer noch schnell fertig machen oder ja? Baby-Badezimmer.
Obwohl, warte mal. Da fällt mir gerade ein. Bodenfliesen. Weil ich möchte ja eigentlich ehrlich gesagt kein Laminat drin haben. Könnte dazu passen. Keramikfliese blau. Ach ja, oder? Und hier noch den Türbereich. Ach ja, ich finde es ganz nett. Komm, wir machen das Badezimmer noch schnell fertig. So, wir nehmen wieder ein Klo. Und los geht's. Einmal montieren. Ich hab schon wieder Schiss vor der Dusche. So, das war's Klo. Das war ja noch einfach. Ein, noch was kaufen. Hier eigentlich. Dusche muss dahin. Okay, alles klar. Dann muss die Dusche dahin. Erstmal die Füßchen wieder ausrichten. Sieht man das jetzt besser? Ich glaube, das war einfach nur, weil ich vorhin die Funzel an hatte. Und da konnte man das nicht so gut sehen. Deckel drauf. Schräubchen festgezogen an die Tür. Ach so, die Bekleidung noch. Zap, fertig. Das war die Dusche. Jetzt brauchen wir noch ein Waschbecken. Das passt schön zum Fliesen. Zap, zap, zap. Auch witzig, dass man hier ja nichts vergisst. Noch schlimmer wäre es, wenn du jetzt hier zum Beispiel weitermachen könntest, obwohl die Schraube nicht angezogen wäre oder so.
Und dann voll verkackt, Bad unter Wasser. Siphon dran. Und die Tür zu. Was haben wir hier noch? Ach, Waschmaschine. Ja, oder? Einbauklimaanlage. Okay, krass. Wo waren noch mal die Waschmaschine bei? Nochmal die Waschmaschine-Haushaltswaren. Also. Ach so. Genau. Da ist wieder die Trommel frei bekommen. Drauf. Dann entfernen wir die Sicherheitsstifte von der Trommel. Genau. Alles klar. Sie kann sich drehen. Und dann machen wir das Blechlein wieder drauf. Nicht jetzt der Anschluss? Ach so, ja genau, der Anschluss. Ich muss ja erstmal das Kabel beiziehen. Ja, in der Wand war fest, alles klar. Einmal Wasserzufluss hier. Und Abwasser da. Fertig. Sehr schön. Bad ist soweit durch. Müssen wir hier eigentlich mal Fenster putzen? Ja, oder? Perfekt. Lampe brauchen wir noch. Eine Deckenlampe bitte. Oh, wir sind gerade so oder so. Ich glaube so, oder? Gerade? Ja, es ist gerade, sieht nur durch die Perspektive scheiße aus. Gut, was brauchen wir noch? Ein Spiegel wäre nicht schlecht. Für, nee, ohne K. Spiegel. Das andere. Spitzengenuss. Ach, das ist die Farbe, ich wollte gerade sagen. Weißen Spiegel. Buche, Wenke, Nuss, Spiegel. Spiegel, Spiegel. Shep. Oder? So ist besser.
So, und dann machen wir auch gleich noch eine Tür rein. Innentür, Vero weiß. Ja, oder? Ja, wunderschön, oder? Ich find's gut. Haben wir schön hingekriegt. Sieht klasse aus. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein kurzes Päuschen. Ich müsste mal so langsam in die Falle. Glaube, draußen wird es auch schon wieder hell. Badezimmer haben wir fertig. Schlafzimmer haben wir schon gestrichen. Heizungen sind gesetzt. Ich glaube, unserem ersten super Eigenheim steht nichts mehr im Wege. Das kriegen wir alles hin. Und mit einem wunderschönen Blick hier auf unser neues Bad verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, mir hier in der Hopithek. Ja, und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut. Und ich sage jetzt einfach nur noch, chill mit Öl.